Ihr Lieben, wir sind jetzt hier im Wald, der Janni und ich. Und Janni will uns jetzt was erzählen, was er heute in Wikipedia gelesen hat. Also in Wikipedia habe ich das gelesen, weil ich das gerne mal genau wissen wollte. Ich habe auch noch ein paar mehr Artikel gelesen, nicht nur Wikipedia. Immer mal wieder taucht in amerikanischen Filmen oder in älteren Filmen der Name Sacco und Vanzetti auf. Und ich wusste nur, dass das irgendwelche Anarchisten aus den 20er Jahren waren, die zu Unrecht verurteilt worden sind. Hat aber keine Ahnung, was es für große Kreise gezogen hatte damals. In den 20er Jahren war die Weltwirtschaftskrise, der Erste Weltkrieg war vorbei. Die Industrialisierung in den USA und überhaupt in der Welt nahm überall zu. Es bildete sich also auch Gewerkschaften und so weiter. Zusammengepaart mit der Armut brachte das einige politische Veränderungen mit sich, die der amerikanischen Oberschicht natürlich nicht sehr genehm waren. In den Vereinigten Staaten gab es eine kommunistische Partei und eine anarchistische Partei und große Vereine, die auch mit denen sympathisierten und viel Geld spendeten. Das waren natürlich Leuten wie J.P. Morgan und so überhaupt nicht recht, solche Leute. Und so brauchten sie Sündenböcke. Und da kamen ihnen die Sacco und Vanzetti, zwei italienische Einwanderer in die USA, gerade recht. Das waren Anarchisten, die öfter mal Flugblätter verteilt hatten und Streiks organisiert hatten. Und die wurden verhaftet und des Mordes beschuldigt an einem Industriellen, den sie angeblich die Lohngelder gestohlen hatten und ihn und seinen Wachmann erschossen hatten. Dann versuchte der Anwalt von Sacco und Vanzetti, das zu widerlegen, und das gelang ihm auch ziemlich gut, aber es war fast unmöglich für diesen Anwalt, gegen den Willen des Staates anzugehen, weil der Staat wollte die beiden auf den elektrischen Stuhl haben, als Exempel dafür, dass Kommunisten bestraft werden und auch als Macht- und Drohmittel gegen die anderen Sozialisten dort. Und so drückten die politisch Mächtigen mit aller Gewalt durch, dass diese beiden hingerichtet wurden. Es hatte aber große Kreise nach sich gezogen. Weltweit gab es Demonstrationen und die Prozesse zogen sich über 8 Jahre hin. Immer wieder versuchten die Anwälte, die beiden freizukriegen, und immer wieder wurden diese Anträge abgelehnt, bis es ihnen schließlich endlich gelungen ist, diese beiden Unschuldigen hinzurichten. Trotz weltweiter Demonstrationen in den größten Städten der Welt, sie haben sie hingerichtet. Und erst ich glaube, in den 80er Jahren hat der damalige Bürgermeister Michael Dukakis die beiden rehabilitiert, irgendwie zig Jahre nach ihrem Tod. Es ist eine der vielen Ungerechtigkeiten, die die politische Macht sich gegenüber ihrem Volk erlaubt, um ihre Macht durchzusetzen und sich das Gewaltmonopol nur für sich zu beanspruchen. Danke, lieber Jan, das war eine sehr interessante Sache, die du uns da erzählt hast. Ich zeigt euch jetzt nochmal, um was Positives zu sehen, diesen wunderschönen Wald. Denn man soll eine traurige Sache immer mit was Schönen anschließen, weil das Letzte einen immer in Erinnerung bleibt. Und dann habt ihr jetzt an das Video die Erinnerung von Schönheit. Ich könnte nochmal auf mich filmen. Ja, und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.